Peter arbeitete auf dem Schrottplatz an einem Auto, das er wieder herrichten wollte, um es dann an einen Interessenten zu verkaufen. Justus stand neben ihm und besah sich interessiert den Wunschtimer. Also Peter, wenn du den wieder hinkriegst, dann kaufe ich dir die Kiste ab. Ja? Wie viel kannst du denn locker machen? Na, so 500 Dollar. Ich brauche einfach einen fahrbaren Untersatz. Peter, ein Detektiv braucht so etwas. Ey, sorry, aber das ist viel zu wenig. Außerdem haben Bob und ich ein Auto. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Ey, wenn ich die Karre fertig bekommen habe, dann besorge ich dir eine für 500. Entschuldigung, gehörst du zu diesem Schrottplatz? Das ist das Gebrauchtwarencenter von Titus Jonas. Also kein Schrottplatz. Ja, schon klar. Also gehörst du zu diesem Gebrauchtwarencenter? Achso, ja. Ja, also ich bin der Onkel meines Neffens. ich bin der Neffe meines Onkels. Ja, das sind die meisten Neffen. Was? Naja, die Neffen ihres Onkels oder Tante. Ja, aber... ich bin auf der Suche nach Vintage-Coca-Cola-Schildern. Habt ihr hier sowas? Ach so, ja. Ja, die haben wir hier. Magst du sie mir zeigen? Ja, klar. Gern. Komm mit. Ich finde die ja alle echt kitschig, aber mein Dad hat nächste Woche Geburtstag und der steht voll auf sowas. Die hier finde ich gar nicht mal so schlecht. Wie viel kostet die denn? $50. So viel? Sorry, aber die werden inzwischen zu Sammlerpreisen verkauft. Das Schild hier ist von 1957. Also $50 ist ein guter Preis. Ich habe einen Gegenvorschlag. Wir sagen $35 und einen kleinen Freundschaftsdienst. Und was wäre dieser kleine Freundschaftsdienst? Du gehst am Wochenende mit mir ins Kino. Ich bin neu in der Stadt und ich kenne noch niemanden. Okay. Einverstanden. Im Matinee läuft gerade ein Hitchcock-Film. Wie findest du, wenn wir uns den anschauen? Sorry. Mist, da muss ich ja mal rangehen. Hallo, Inspektor? Ja, natürlich habe ich Eugenie nicht vergessen. Auf Wiederhören. Tschüss. Hey, alles gut bei dir? War das wirklich jemand von der Polizei? Ja, also das war Inspektor Cotta. Er hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass jemand verstorben ist. Es tut mir leid. Ein Freund von dir? Nein. Also das kann man nicht gerade sagen. Ein Dieb. Er war ein Kunstdieb. Er hat weltweit wertvolle Gemälde gestohlen. Wir hatten öfter mit ihm zu tun. Du arbeitest für die Polizei? Nein. Ich bin Teil eines Detektivbüros. Warte. Hier, meine Karte. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Ihr seid Detektive. Ja. Sehr total verrückt. Justus! Mist, das ist meine Tante. Ich muss wieder zur Arbeit. Aber du hast ja meine Karte und deswegen meine Nummer. Ruf mich gerne an. Lieber Justus, wenn du diese Zeilen liest, bin ich bedauerlicherweise unter vermutlich unglücklichen Umständen ums Leben gekommen. Es gibt einen geheimen Ort, an dem Kunstwerke versteckt sind, die ich zwar stehlen, aber nicht wieder verkaufen konnte. Die Maske des Rosenräubers von Godard, Leise im Garten von Strachinsky und der kleine Dieb von Sanchez. Gemälde im Wert von einigen Millionen Dollar. Ein Schatz, den zu bergen sich lohnt, nicht wahr? Gute Jahr. Victor Virginie. Ja, und so schnell waren wir wieder in einem neuen Fall. Und diesmal wurde es richtig knifflig. Girl, you really got me going. You got me so I don't...